Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch bei Rubicon. Wer den Herrschenden den Spiegel vorhält, begibt sich in gefährliche Gefilde. Mein heutiger Interviewpartner hat den Finger in die Wunde gelegt und es gewagt, das gängige Corona-Narrativ in Frage zu stellen. In einem Beitrag für den SWR in der Sendung Spätschicht sprach sie von 5000 Impftoten und zog damit die Wut der Mainstream-Presse auf sich, die sie der Schwurbelei und der Verbreitung von Verschwörungstheorien beschuldigte. Ihr Beitrag wurde daraufhin vom SWR depubliziert und die Zusammenarbeit zu Beginn des Jahres beendet. Über einen weiteren Tiefpunkt der Cancel Culture in Deutschland und über die Frage, welche Aufgabe Kabarettisten in Zeiten der Krise einnehmen sollten, möchte ich sprechen mit meinem heutigen Gast, der Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Lisa Fitz. Guten Tag, Frau Fitz. Einen schönen guten Tag, Herr von Witzleben. Ich freue mich, dass wir es jetzt geschafft haben. Ja, Frau Fitz, auch für Sie erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier heute die Zeit genommen haben, um mit mir hier dieses Gespräch zu führen. Frau Fitz, Sie haben im Grunde genommen alles erreicht. Sie stehen seit über 40 Jahren auf Deutschlands Kabarettbühnen. Ihnen wurde gar der Bayerische Verdienstorden verliehen und Ihre satirischen Beiträge wurden auf YouTube millionenfach aufgerufen. Ich habe Sie bereits vor einem Jahr für ein Interview angefragt. Damals haben Sie mir noch abgesagt, jetzt ein Jahr später sitzen Sie hier bei mir im Gespräch. Was hat nun dazu geführt, Frau Fitz, dass Sie sich dazu entschieden haben, doch mit mir dieses Interview hier zu führen? Ich hätte es gern schon vor einem Jahr gemacht, hatte noch verschiedene Rücksichten zu nehmen. Zum Beispiel auf den SWR, weil man ja gern alle alternativen Medien dann verdächtigt, irgendwas zu sein, und habe mich da zurückgehalten, auch aus Rücksicht auf die Öffentlich-Rechtlichen. Und jetzt ist es so, dass der erfreuliche Umstand eingetreten ist, dass ich eigentlich keine Rücksicht mehr nehmen muss, was meinem ursprünglichen Wesen sehr auch entgegenkommt. Weil meine Äußerungen sind immer meine Äußerungen und ich bin der Meinung, ich kann sagen, was und wo ich will. Ja, Frau Fitz, da freue ich mich jetzt sehr, dass es hier heute nach einem Jahr jetzt nun auch geklappt hat. Ich möchte mit Ihnen, wie ich anfangs schon betont hatte, noch einmal auf die Geschehnisse zu sprechen kommen, die zur Trennung zwischen Ihnen und dem SWR geführt haben. Sie hatten damals, das war am 10. Dezember letzten Jahres, in der SWR-Sendung Spätschicht von 5000 Toten in Folge der Impfung gegen Corona gesprochen. Daraufhin wurde Ihnen vorgeworfen, dass Sie Falschinformationen verbreiten und der SWR hat Ihren Beitrag, wie es im schönen Neusprech heißt, depubliziert, das heißt aus der Mediathek entfernt. Wie haben Sie die Situation damals wahrgenommen, Frau Fitz? Also der Beitrag an sich, der hatte natürlich noch mehr Zündstoff drin. Der war schon brisant, weil ich einfach die ganzen Aussagen der Politiker in Frage gestellt habe. Ich habe gesagt, das, was gestern Verschwörungstheorie war, ist heute plötzlich Wirklichkeit. Zum Beispiel die Impfpflicht steht zur Debatte. Und dann die Aussage vom Spahn und dann nachher noch vom Lauterbach. Am Ende dieses Winters wird vermutlich so ziemlich jeder geimpft, genesen oder gestorben sein. Finde ich eine fürchterliche Aussage. Und natürlich ich habe dann gesagt, die Impfpflicht, der feuchte Traum der Pharma, weil es in dem Bericht ja geht auch um Geld und irgendwo ran, und habe diese 5000 Toten, ich hätte sie als Verdachtsfälle benennen müssen, und ich habe gesagt, für 5000 Leute kam diese Hilfe, also dieser Fonds, von dem die Rede war, zu spät. Und das eigentliche Problem, glaube ich, war für viele dabei, dass die Info, die ich gekriegt habe, es gab einen Hilfsfonds, das Europäische Parlament hat einen Hilfsfonds beantragt für die Geschädigten der Covid-19-Impfungen. Und nicht zu sehen war in diesem Link, ich habe den fünfmal geprüft, ob das wirklich das Europäische Parlament ist, ja, nicht zu sehen war aber, dass der nur von einer Abgeordneten kommt, und das war die Virginie Joron, die von der Front National war. So. Das war natürlich eine extreme Falle, weil wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das natürlich nicht zitiert. Die wiederum, muss man aber gleich dazu sagen,
hatte ihre Informationen von der EMA, von der Europäischen Arzneimittelagentur. Und die wirklichen Zahlen jetzt sind weitaus höher, vermutlich. Also abschließend, das hat ja sogar dieses Thema, ich wollte eigentlich nichts anderes, als dass das Thema der Nebenwirkungen aufgegriffen wird. Und dieses Thema hat es ja inzwischen in die Öffentlich-Rechtlichen geschafft, mit Verspätung. Der MDR hat 2 oder 3 Sendungen über heftigste Nebenwirkungen gemacht, bis hin zu Todesfällen. Aber das war der Kasus Knaxus, und da hat ein Herr Matthias Meissner von der TAZ sich bemüßigt gefühlt, das sofort zu publizieren, überall. Und die haben halt fleißig alle, teilweise nur Copy-Paste, für die gleiche Formulierung übernommen und haben das überall schön verbreitet. Mich hat, also was mich eigentlich am meisten geärgert hat, ist, dass mich hat überhaupt keiner angerufen. Mich hat kein Mensch gefragt, was ich dazu sage, wie es dazu gekommen ist, ob das richtig ist, gar überhaupt niemand. Das ist ja oft so, leider. Ja, das heißt, Sie haben ja im Grunde genommen mit Ihrem Beitrag offensichtlich einen Nerv getroffen. Was waren denn Ihrer Meinung nach die wahren, die tatsächlichen Gründe für die Angriffe auf Ihre Person? Ging es da tatsächlich um Ihre falsche Tatsachenbehauptung oder ging es vielleicht vielmehr um ein Narrativ, das nicht zu Fall gebracht werden durfte? Das kann natürlich auch sein, weil da ist alles natürlich hochsensibel. Kaum sagt es einer, ist ja alles Mögliche von Aluhut bis Querdenker bis was weiß ich. Aber ich hatte, das muss man dazu sagen, ich hatte mit dem SWR seit den 70er Jahren, glaube ich, ein ausnehmend gutes Verhältnis. Und dieser Eklat betrifft eigentlich auch nicht den SWR, sondern ich war ja in zig Redaktionen, die haben Programme von mir aufgezeichnet über Jahrzehnte. Es war eine ausnehmend gute Geschäftsbeziehung übrigens auch zum Redakteur, der Hauptredakteur dieser Sendung, der mich immer sehr geschätzt hat und wertgeschätzt hat, auch meine ganze Tätigkeit, und hat auch Beiträge, die immer grenzwertig waren, bestehen lassen. Also das wurde keine Zensur ausgeübt, sondern das Problem war, glaube ich, bei der Textkonferenz, dass Herr Florian Schröder diesen Beitrag vollkommen abgelehnt hat und ich dann also die Textkonferenz am Vortag, da wurde das offensichtlich heiß diskutiert, hat mich aber keiner informiert, sonst hätte ich was ändern können. Und bei der Generalprobe in der Sendung hieß es dann, ja, der Florian wird die Ansage machen, weil der ist mit dem Text nicht einverstanden, er möchte sich distanzieren. Und ich habe ihn dann gebeten, habe gesagt, komm Florian, lass uns das doch ein bisschen lustig und humorvoll, satirisch machen. Und er schaut mich an, sagt ganz kalt nein. Ich möchte mich distanzieren, so nennt man das. Gut, dann war ich ziemlich durcheinander, die Kollegen bei der Generalprobe auch mit solchen Augen. Eigentlich hätte ich da gehen sollen. Ich sagte, wenn diese Ansage kommt, dann gehe ich. Habe ich nicht gemacht, weil das Verhältnis eigentlich sehr gut war sonst. Und da diese Ansage wurde, war natürlich auffällig. Das war erstmalig, glaube ich, in der Kabarett-TV-Geschichte, dass ein Moderator sich distanziert vom Text der Gäste, die er ja die mit seinem Einverständnis ja da sind. Und das hat dann Wellen geschlagen, dann hat es der Meister entdeckt, der hat es weitergegeben und dann, glaube ich, hat sich der Herr, der Programmchef Clemens Bratzler unter Druck gesehen, medial, weil es die Runde gemacht haben, Lisa Fitz, falsche Zahlen, schwurbelt und der Fokus hat sich verstiegen zu der Aussage, man muss Lisa Fitz unterstellen, dass sie bewusst lügt. Und dann, also an dem Punkt dachte ich mir, jetzt sind alle, sind sie verrückt geworden. Und da kam der unter Druck und hat dann entgegenlautend zu der ersten Pressemeldung, wo es hieß, ja, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, hat er dann verlauten lassen, die Zahlen von Lisa Fitz sind nachweislich falsch. Das wiederum war justiziabel, wie man so sagt. Also hätte vor ein Gericht gekonnt, weil er die richtigen Zahlen überhaupt nicht liefern konnte. Bis heute nicht, kann er nicht. Hat er auch nicht, ne? Wie auch. Und dann habe ich einen Rechtsanwalt eingeschaltet und dann wurde das Ganze natürlich, dann hat es geknistert, weil ich, bei mir ging es um einen Ruf, ne, dass man in Gesamtdeutschland quasi als Schwurblerin und womöglich Lügnerin dasteht. Der Rechtsanwalt hat auch gesagt, das war der Dr. Höcker, hat gesagt, ja, das kann man, das ist angreifbar und justiziabel. Und soll ich den Schluss auch noch erzählen? Dann haben wir es ja, dann ausgeführt. Gerne. Dann haben wir es. Und dann war der Rechtsanwalt eingeschaltet und dann hat der Bratzler, dem habe ich einen Brief geschrieben, habe ihm alles geschildert, die Situation für einen Künstler, wenn der bundesweit also so diskreditiert wird.
und dass er bitte mit mir Erklärung abgeben möchte und damit wir die Kuh vom Eis holen. Da hätte ich mich entschuldigt für die, dass ich nicht gesagt habe, Verdachtsfälle und so weiter. Er hat aber delegiert auf die Hauptabteilungsleiterin der Unterhaltung, Frau Anne Moosmeier, die sehr nett war, die aber meine Forderungen, dass das Ganze wieder eingestellt wird, der Beitrag, dass sie mir schriftlich zusichert, dass ich, wie viele Folgen ich weiterhin haben werde und dass Herr Schröder nie wieder so eine Ansage macht, das wollte sie mir nicht geben. Dann wollte ich trotzdem noch weitermachen. Also das Ganze stand so auf der Kippe und eben aufgrund, ich bin ja seit 2013 oder sowas dabei, haben wir gedacht, komm, lass stecken, irgendwie schaffen wir das. Lass den einen bei, es wird noch mehr Beiträge geben mit hohen Klickzahlen. Und habe dann meinen nächsten Text geschickt, weil die nächste Sendung stand an. Also wir mussten entscheiden, jetzt hopp oder top, was machen wir? Und dann hat eine Quellenschikane angefangen von Seiten der Redaktion. Und zwar war der Beitrag, den findet man jetzt auch im Netz, der hieß Verlass auf Amazon, Fragezeichen, der ist auch auf meinem Kanal. Und da ging es darum, dass Amazon, sagt meine Freundin, das Einzige ist, worauf noch Verlass ist in dieser Welt, und hat übergeleitet zum Monolog aus dem Film Network von 1976, in dem ging es darum, dass das nur mehr eine Geldwelt ist. Und dann haben sie angefangen, so unsinnig und offensichtlich zu fieseln, dass sie gesagt haben, ja, der Originalmonolog von dem Film, da heißt es aber Deutschmark und nicht D-Mark, oder da müsste man das, sonst kann man das nicht zitieren. Und Amazons Reich, der Begriff ist natürlich belastet, der Begriff Reich ist belastet, und dann wurde es also ganz abartig. Und da habe ich da wahrscheinlich als Bestrafung dafür, dass ich den Rechtsanwalt eingeschaltet habe, mich wollte immer zurückquälen, sage ich mir einfach so. Und das ist der Punkt, wo ich, es tut mir leid, dass ich so deutlich sagen muss auf Bayerisch, aber wo mein Gedanke war, dass ich gesagt habe, verarschen lasse ich mich nicht. Also ich habe das wirklich, diesen Satz, und habe gesagt, aus. Und das geht nicht mit mir, weil unter solchen Bedingungen, auch wenn es vorher gut war, kann und will ich nicht arbeiten. Und man hat mir vorher viel Freiheit gelassen, auch nicht zensiert und so weiter. Und so kann man nicht weiterarbeiten. Und dann habe ich gesagt, auf Wiederschauen. Und damit hat man, glaube ich, nicht gerechnet, weder in der Redaktion noch beim SWR. Weil heute ja jeder Künstler dankbar sein muss, wenn er überhaupt noch quasi im Fernsehen ist. Das heißt, Sie haben sich da in Ihrer künstlerischen, in Ihrer kabarettistischen Freiheit eingeschränkt gefühlt. Verstehe ich das richtig, Frau Fitz? Also ich wurde bis dato nie eingeschränkt. Nach diesem Vorkommnis, natürlich wollte ich da mit denen telefonieren noch, und dann hieß es von der Redaktionsseite, nein, telefonieren geht nicht mehr, weil nachdem das jetzt über einen Anwalt geht, muss alles belegbar sein, jeder Wortwechsel. Und das war dann zu doof. Ne? Also wenn man dann quasi an einem Text, der eigentlich frei interpretierbar ist, dann plötzlich an Formulierungen rumkrittelt, wie dass es man nicht sagen kann, Amazons Reich, versteht ja jeder, weiß ja jeder, dass das nicht kein drittes Reich ist, sondern Amazons Reich, ne? Dann kann man so nicht arbeiten, weil ich hatte bis dato natürlich völlige Freiheit, also weitestgehende Freiheit. Haben Sie denn auch, also bereuen Sie das denn, dass Sie da nicht von Verdachtsfällen gesprochen haben, von den sogenannten, von den 5000 Impftoten, oder würden Sie auch sagen, dass das eigentlich künstlerische Freiheit ist, dass man da nicht so genau sein muss, denn Sie sind hier keine Wissenschaftlerin oder auch keine Journalistin, die dort einen Vortrag gehalten hat? Also sagen wir mal so, früher hätte sich das verspielt, ne, weil man hätte gewusst, was ich meine, was ich angreifen will. Und man hätte es dann bewenden lassen, wenn ich das korrigiert hätte auf Facebook oder zusammen mit dem Programmdirektor, mit dem Redakteur, und hätte gesagt, pass mal auf, Leute, ich muss von Verdachtsfällen. Oder man hätte den Beitrag korrigieren können, redaktionell bearbeiten und wieder reinsetzen. Also das wäre früher durchgegangen, sagen wir mal so. Und nachdem das so ein sehr sensibles Thema ist, hat es natürlich auch die Presse begierigst aufgegriffen und dann breit getreten hat. Das ist natürlich nicht schön, sowas, weil alles, was man da in Zukunft hatte, man hat das Etikett Schwurblerin oder so, dieses blöde Modewort. Ne? Nachdem aber einstweilen ja auch schon ganz renommierte Professoren auch Schwurbler genannt werden oder auch Politiker oder so, sagt man so langsam, komm. Es geht auch wieder vorbei. Aber es ist schon, also die Hauptfehler wurden eigentlich,
Also die Vergehen, sage ich mal, das war der erste, der Schröder, der sowas tut man nicht unter Kollegen. Dazu wäre noch zu sagen, dass der Einzige, der Matthias Richling, sofort aufgesprungen ist, nachher zur Redaktion gesagt hat, was macht ihr da mit der Lisa, das geht doch nicht, das ist doch unmöglich. Und der ist zu mir in die Garderobe gekommen, die anderen haben sich weggeduckt und haben gar nichts gesagt. Wie erklären Sie sich so ein Verhalten von Kabarettisten? Da müsste man ja eigentlich denken, das sind Freigeister, die haben keine Scheu, auch nur ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Wie erklären Sie sich so ein Verhalten, Frau Fitz? Naja, die Freigeister, also viele, die da jetzt so, die sind nicht so frei und die haben auch nicht das Standing, sage ich mal, wie das jetzt ein Dieter Hildebrand gehabt hätte. Nehmen wir an, der wäre in der Sendung gewesen. Der hätte das viel schlauer gemacht. Der hätte nach der Generalprobe gesagt, du pass mal auf, ändere das doch an der Stelle oder lass das raus. Ich glaube, das ist besser. Und hätte jetzt mit der Redaktion hätte das vorgeschlagen. Das hätte man mir übrigens auch am Vortag vorschlagen können. Man hätte mich, wir verkehren ja per WhatsApp und per E-Mail, per Telefon. Also hätte eigentlich der Redakteur und der Sendung, also der Hauptredakteur, hätte mich ruhig, die hätten mich bloß anrufen können und sagen, Lisa, ruf mal zurück, wir haben Probleme mit deinem Text. Und dass das nicht passiert ist, ist seltsam, weil ich nehme mir an, dass man sich dann doch ausgerechnet hat, dass das wieder klickmäßig der Knaller wird, dass das ganz gut ist, dass es auch provoziert. Und also es war eine Verkettung von wirklich Versagen oder Fehlern an mehreren Ecken. Man hätte das im ich habe denen auch die Quellen geschickt übrigens, den Redakteuren, ne, und denen ist auch nichts aufgefallen. Und der hat auch nachher gesagt, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Also das heißt, er ist nicht zuständig für meine Quellen. Und es ist niemand aufgefallen und man hätte es wirklich anders regeln können, sowohl von Florian Schröders Seite, sowohl von der Textkonferenz-Redaktionsseite, dass man am Vortag anruft und sagt, bitte korrigieren. Oder können wir das rausnehmen oder irgend sowas? Aber es wusste ja auch niemand von denen. Ne? Das wusste niemand, dass der Verdachtsfälle und Fakten, wusste ja keiner, das war ja der Witz. Also es ist niemand, und inzwischen hat sogar eine SPD-Politikerin, glaube ich, gesagt, der Link ist tatsächlich missverständlich. Man kann es nicht genau erkennen, was da eigentlich Sache ist. Aber es hätte nicht diese ganzen Konsequenzen haben müssen. Eigentlich wäre es eigentlich sowas eine Korrektur, zum Beispiel von meiner Seite, zusammen mit dem Verantwortlichen. Ihr Kabarettkollege Michael Altinger, der in der gleichen Spätschicht-Sendung aufgetreten war, meinte hinterher, dass sie Wasser auf die Mühlen der Querdenkerbewegung gegossen hätten und ihr Beitrag, so bezeichnete er ihn, als eine politische Kampfrede. Wie ordnen Sie diese Aussage ein, des Kollegen Altinger? Das ist völliger Quatsch. Also es ist wirklich Quatsch mit Soße. Ich meine, nun ist ja Herr Altinger nicht der politische Kabarettist par exemple. Der hat halt lieber mehr nette Geschichten und so. Und ich weiß auch, wo das stand, weil das finde ich immer so lustig. Das heißt, der Spiegel schreibt, nicht der Spiegel. Es schrieb nicht der Spiegel. Die haben sich ja 20 Jahre jetzt nicht um mich gekümmert, sondern es schrieb Tina Angerer. Tina Angerer war bei der AZ früher und hat laut eigener Aussage mein damaliges Rockkabarett Ladyboss hatte sich Videorekorder aufgenommen, weil sie mich so toll fand. Und habe mehrere gute Kritiken geschrieben, kennt mich seit 40 Jahren, glaube ich, seit 30 Jahren, hat angerufen, fragt, ob sie ein Interview machen kann. Und es soll aber kritisch sein. Und dann habe ich gesagt, ja, magst du. Und ich hatte dann während des ganzen Gesprächs, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, ich dürfte es nicht gegenlesen, nur die Zitate. Und habe ich gesagt, meine Zitate kenne ich, wenn dann das Ganze oder nicht, nein. Und es soll kritisch sein. Und dann hatte ich ein ungutes Gefühl und habe das abgeblasen und sie hat natürlich den Bericht trotzdem gemacht und geniert sich nicht quasi an Altinger dann zu fragen, was der über mich denkt. Ich möchte gar nicht sagen, was ich davon halte. Also normalerweise, die Leute, die sagen irgendwas, die nie in einem meiner Programme waren, gar nichts wissen und dass das eine Kampfrede ist und Querdenker ist einfach Unsinn, es ist das, was gutes Kabarett und kritisches Kabarett, was ein aussterbendes momentan machen soll, nämlich regierungskritisch sein, systemkritisch sein
Es soll Sachen aufdenken, es soll zündeln und es soll provozieren. Und es soll das Licht ins Dunkel bringen, weil mein Lebensmotto heißt, es ist schwerer, jemanden hinters Licht zu führen, wenn es ihm einmal aufgegangen ist. Mhm. Und das wird im Moment, sagen wir, zunehmend verhindert, behaupte ich. Ja, darüber möchte ich mich mit Ihnen auch noch ganz gerne unterhalten, nämlich über die Frage, was darf Satire auch in Zeiten einer globalen Pandemie? Wie würden Sie diese Frage denn beantworten, Frau Fitz? Was ist Ihrer Meinung nach die Aufgabe von Kabarettisten in Zeiten eines drohenden Weltkrieges, einer globalen Pandemie? Welche Rolle sollte ein Kabarettist in einer derart schwierigen Zeit einnehmen? Der Kabarettist sollte eigentlich, er sollte regierungskritisch sein und er sollte keinen Maulkorb kriegen. Ich meine, gut, früher hatten auch die Hofnarren die Aufgabe und wurden dann schon mal geköpft, wenn sie am Hof zu weit gegangen sind. Aber das ist eigentlich die Aufgabe vom Kabarettist, dass er alles das, was, also er muss eigentlich auf der Seite vom Volk, vom Wähler, vom Bürger sein, nicht auf der Seite der Oberen. Oder auch nicht auf der Seite derer, die ihn nähren, ne, sondern er muss auch in die Hand beißen, die ihn füttert. Er muss eigentlich, also in den Zeiten von Dieter Hildebrand, da hat sich der noch mit dem Intendanten und mit dem Programmdirektor angelegt und hat sich dann in der Sendung über den lustig gemacht, wie sich damals der Bayerische Rundfunk bei der Sendung zu Tschernobyl ausgeschaltet hat. Ich weiß nicht, ob Sie das noch im Kopf haben. Der Bayerische, also das ist der SWR ist mittlerweile der dritte Sender, mit dem ich so eine Art von Stress habe. Der Bayerische Rundfunk, das bei der Sendung über Tschernobyl, das war mein Beitrag, der für mich geschrieben wurde, der verstrahlte Großvater. Da ging es darum, dass mein Großvater draußen im Regen hat sitzen lassen aus Versehen und jetzt nicht weiß, wie man ihn dann gegebenenfalls beerdigen soll. Dann haben alle es ausgestrahlt und der Bayerische hat sich ausgeschaltet. Und dann haben sämtliche Theater und Kinos haben aber diesen Beitrag gezeigt. Also das nenne ich mal Solidarität, ne? Damals. Mm. Und es wäre heute, wie wenn sämtliche Theater dann meinen Beitrag zeigen. Ne? Und da waren halt die Zeiten anders. Dann hat der SR hat sich mal verabschiedet, auch unter Pressedruck von der Saarbrücker Zeitung, weil ich damals beim Dschungel mitgemacht habe. Da wussten die in der Redaktion davon. Und wir waren die Ersten, die in der ersten Staffel mitmachen. Wir wussten gar nicht, was das wird. Da haben die sich getrennt und jetzt der SWR. Und das Lustige ist, dass die Verantwortlichen von den früheren Sendern sind entweder in anderen Branchen oder verstorben und ich bin immer noch da. Also das erheitert mich fast und meistens kommen die Sender dann auch mit neuer Besetzung irgendwann wieder. Mhm. Muss man auch dazu sagen. Wie würden Sie denn generell die sogenannte Performance, also die Leistung der Kabarettisten in Deutschland jetzt in den letzten 2, 3 Jahren einordnen? Würden Sie sagen, die sind da ihrer Aufgabe nachgekommen und haben kritisch über die Geschehnisse berichtet? Oder würden Sie eher sagen, so wie ich das jetzt eher schon rausgehört habe, dass sie ihrer Aufgabe als Kabarettist weniger nachgekommen sind? Also natürlich müsste man zuerst definieren, was versteht man unter Kabarett, weil da kann man ja noch mehr unterscheiden, politisches Kabarett oder gesellschaftspolitisches Kabarett, das habe ich früher gemacht, oder parteipolitisches Kabarett. Also es gibt Unterschiede, weil besonders Frauen, die haben es nicht so mit der Politik, ganz wenige, leider. Ne? War gut für mich, weil ich dann konkurrenzlos war, aber da gibt es nicht so viele. Dann Kabarett ist die Grenze zu Comedy, war recht fließend. Also wo dieser Anspruch auch gar nicht so gegeben ist. Und ansonsten gab es bei den Männern, es gab den Volker Pispers, der hat aufgehört, Georg Schramm. Hat irgendwie auch resigniert, laut eigener Aussage. Er war enttäuscht, dass das so wenig bewirkt. Und manche sind verstorben auch, ne, die gut waren. Richard Rogler hat aufgehört. Also Dieter Hildebrand ist leider nicht mehr da, das ist als Gewissen der Nation. Ne? Also Matthias Richling macht noch. Das ist einer der wenigen Älteren, die noch da sind. Und die Jüngeren, Ich sehe keinen, der wirklich, wo es wirklich ein bisschen gefährlich wird. Na, also der an Tabus, der kratzt und schrammt und weil halt seit dieser Pandemie das auch durch die ganze, ich sag bewusst Propaganda, so eingeteilt worden ist, dass alle Gegenstimmen plötzlich alles, was
das gängige Narrativ kritisiert hat, war plötzlich rechts, war Schwurbel, war Aluhut, war schlimmstenfalls Nazi, war Wirrkopf, war ich weiß nicht was alles. Also es gab dann plötzlich, auch von Medienseits gab es nur mehr zwei Richtungen, und zwar die Guten, die in der Regierung sitzen, im Verbund mit der Pharma. Spahn war ja Pharma-Lobbyist früher und hatte die Lobbying-Firma. So einer wird halt dann Gesundheitsminister. Und das ist die eine Richtung, die dann zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Und im Übrigen auch die Medien. Also beim Spiegel hat man sich früher gefreut, wenn der Spiegel kam, weil man gesagt hat, so, jetzt kommt der Spiegel raus, der gibt es ihnen wieder. Ne? Der kritisiert die Regierung. Was ist heute, was ist am Spiegel noch kritisch? Mhm. Man weiß ja auch nicht mehr, wer von wem bezahlt wird und wo die Gelder hinfließen. Und ich würde mir das dringend wünschen, dass Kabarettisten ein bisschen, dass es ein bisschen gefährlich ist, was sie sagen. Dass es an die Grenzen geht, dass es aufdeckt, dass es wunde Punkte berührt. Und weil mit dem Ziel, dass darüber nachgedacht wird, über die Zustände. Das muss Kabarett, also politisches Kabarett. Ich erinnere mich noch an sehr kritische Beiträge von der Anstalt damals 2014, als sie die Hintergründe zur Ukraine-Krise aufgedeckt haben. Wie schätzen Sie da die Entwicklung dieser Sendung in den letzten Jahren ein? Die hatten übrigens auch eine sehr gute Sendung, indem sie auf einer Riesentafel, haben sie, Entschuldigung, war erkältet, aber es kein geht. Problem. Nur erkältet, nicht Corona, auf einer Riesentafel aufgelistet haben, wie dieses Netzwerk von den ganzen Medienschaffenden. Also der Kopf oben, und das sind alles Atlantikbrücken-Netzwerke. Also das ist ganz klar, wer dazugehört. Das haben die aufgezeigt, nicht? Und haben dann, glaube ich, auch den Chef von der Zeit und so weiter, haben dann auch Anzeigen riskiert und bekommen. Transatlantische Swingerclubs nannte Max Uthoff diese Darsteller damals. Zum Beispiel, ich habe gesagt Transatlantik-Amigos. Transatlantikbrücken-Amigos. So, genau. Ja, das war so, und auf einmal, ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr verfolgt, weil die Anstalt, ich habe es in letzter Zeit nicht mehr so im Griff. Ich glaube, da war auch zuletzt irgendwas, was viele enttäuscht hat. War es pro NATO oder war es pro Waffenlieferung oder irgend sowas? Ja, genau. Eher pro NATO und gegen Putin und gegen den Krieg. Also da gehört ja mindestens dazu, wenn man das kurz noch streift, dass die ganze Geschichte, die ich neulich, also vielleicht haben Sie es gesehen oder man kann es sich noch anschauen, das ist bei den Nachdenkseiten jetzt und heißt, die Bevölkerung hat ein Recht auf Wahrheit. Richtig. Und da wird angetippt, die Geschichte von der Ukraine, und das ist überhaupt nicht so einseitig, wie das alles berichtet wird. Das gehört aber dazu, zu dieser ganzen Geschichte. Auch die ganzen offen bekundeten Pläne der USA, dass sie gesagt haben, man muss Deutschland und Russland in einen Krieg verwickeln. Das ist besser, und dann kann Amerika draußen bleiben. Aber ich sage das alles in diesem Tag. Der George Friedman war das von Stratfor, von dem Think Tank. Also die Amis, die geben das ja ganz, nicht die Amis, sondern die Regierung und die militärische, industrielle Komplex oder digitale, die geben das ja ganz offen zu, ihre Ziele. Die sagen nur, weil vermitteln sich das hier nicht, weil es keiner liest. Ja. Sie haben es jetzt gerade. Aber ich schon als Schwurblerin darf es auch sagen. Das ist geschwurbelt, natürlich, das ist geschwurbelt. Ja, Sie als Schwurblerin sind jetzt ja auch seit neuestem bei den Nachdenkseiten zu finden. Wie kam es dazu, dass Sie jetzt in den Alternativmedien auch vertreten sind? Also der Albrecht Müller, der ist ja wirklich ein alter Kämpfer. Ich habe das vorher schon verfolgt und habe die Nachdenkseiten immer wieder mal gestriffen. Und ich glaube, er hat mich schon mal angefragt und gesagt, ich soll mich melden, wenn ich was habe bei ihm. Und hab das verfolgt vorher. Und der ist recht, also recht, da wird sich recht differenziert geäußert. Aber sie werden auch bezeichnet, warum auch immer, als Verschwörungskanal. Was wirklich lächerlich ist. Ist es einfach nicht. Also es ist einfach bösartig, die so zu nennen, sondern sie sind sehr kritisch, sind regierungskritisch, und sie sind auch immer kritisch, was das gängige Tief betrifft, wie das schöne Neue ab seit ein paar Jahren das Wort heißt. Die gängige Deutung und Auslegung. Ne?
Die Münchner Kabarettistin Barbara Weinziel sagte der Cancel Culture betreffend einmal, wenn Künstler nur noch Kunst im Sinne der herrschenden Meinung machen können, dann ist das deren Tod. Würden Sie dem zustimmen, Frau Fitz? Deren Tod oft nicht, sondern oft verdienen die sehr gut dabei. Ne? Also das ist, ich weiß, was sie meint, aber eigentlich ist es so, wenn man die Künstler auch im Dritten Reich nimmt, die da alle schön mitgemacht haben oder die, die eben nicht mitgemacht haben und gegangen sind. Man kann da recht gut fahren, wenn man das macht, wenn man auf der Seitenregierung bleibt. Man kann auch die DDR als Beispiel nehmen, wo die Leute, die Kabarettisten haben versucht haben, die Witze so zu gestalten, dass sie alle kodiert waren, dass jeder wusste, was damit gemeint ist, aber dass es nicht angreifbar war. Und ich weiß aber, was sie meint, weil, also Comedy kann man schon machen und gesellschaftspolitisches Kabarett vielleicht auch, aber bei Politik eng, weil wenn man da auf der Seite der herrschenden Kabarett macht, ist es für die Katz, dann ist es, wie heißt es, wer kriecht, kann nicht stolpern, alte Büroweisheit. Frau Fitz. Also die sind einfach dann safe und sicher und wie lange halt, weiß man nicht. Ne? Frau Fitz, vielleicht als abschließende letzte Frage. Was würden Sie sagen, wo steuern wir gegenwärtig hin? Welche Perspektive sehen Sie für unsere Gesellschaft und unsere weitere politische Entwicklung in Anbetracht dieser Schrecken, die da gerade draußen stattfinden? Haben Sie nicht eine einfachere Frage? Ich hätte hier eine große Glaskugel. Also ich kann Ihnen sagen, was ich tue. Ich versuche, meine gute Laune zu behalten und meinen Optimismus zu behalten, meine Zuversicht zu behalten. Und ich versuche, meinen Beruf und mein Leben so abzusichern, dass ich das weitermachen kann. Die Cash Cow, wie man es so schön nennt, war bei mir immer die Tour. Die Veranstalter, die geben auf diesen ganzen Presserummel gar nichts. Die Veranstaltungen sind jetzt eigentlich wieder, wir hatten ein paar ausverkaufte hintereinander. Also die Leute kommen und es hat eigentlich auch, ist nicht vom Fernsehen abhängig. Also das ist mal das eine, das Private, dass ich da, solange nicht die ganze Wirtschaft zusammenbricht oder Herr Lauterbach den neuen Killer-Virus wieder propagiert, dann sehe ich eigentlich ganz, dann ist das ganz gut, genau, man muss versuchen, die gute Laune zu behalten, trotz dieser schrecklichen Umstände. Auch versuchen zu helfen, wo es geht, trotzdem den Finger in die Wunde legen. Und auch wenn ich im Moment nicht unbedingt so rosig sehe für die Zukunft. Also das kann man abschließend vielleicht sagen, in meiner mindestens 40-jährigen Kabarettlaufbahn noch nie erlebt, dass man in der Meinung, in der Äußerung, in der Art, sich zu äußern, so limitiert worden ist wie jetzt, dass dieser sogenannte Meinungskorridor immer enger wird und dass man sich dann auch mit dem Unmut der Fernsehschaffenden zuzieht oder so. Also das ist wirklich in meiner persönlichen Geschichte einmalig. Erstmal. Das heißt. Also sehe ich da nicht unbedingt im Moment, es sieht nicht so gut aus. Aber der Wind kann sich auch immer drehen, warum auch immer. Na gut, dann nehmen wir diesen kleinen Hoffnungsschimmer vielleicht doch mit aus diesem Gespräch, Frau Fitz. Was ich Ihnen noch sagen muss zum Schluss, das, was ich wichtig halte, warum wir auch das Gespräch führen. Die Menschen können sich jetzt, vor 30, 40 Jahren hat es halt nur die Leitmedien gegeben. Und wer die Zeitung nicht gelesen hat, der wusste nichts. Heute gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich im Internet zu informieren. Und da ist natürlich jetzt, müssen die Bürger selber das Laufen lernen und selbstständig werden. Sie müssen die Spreu vom Weizen trennen. Also sie müssen den Unsinn, der verteilt wird, dann versuchen zu trennen von den Informationen, die ihnen wirklich was bringen. Und da kann man sich Kanäle aussuchen, wo man auch seine Informationen herholt. Oder den Teil der Informationen, der öffentlich nie erzählt wird, von den Leitmedien nicht, sagen wir mal, einseitig beschrieben wird, zum Vorteil der Netzwerke. Dann nehme Würde ich das wahrscheinlich auch so machen als Herrschender. Aber ich bin kein Herrschender, ich bin Satirikerin.
Ja, dann nehme ich das mal noch als Appell, als Aufruf mit an alle Zuseher da draußen, sich kritisch zu informieren und vielleicht nicht nur die Bild-Zeitung und den Spiegel zu lesen, sondern vielleicht auch mal bei uns beim Rubicon oder bei den Nachdenkseiten vorbeizuschauen. Frau Fitz, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für dieses wirklich sehr spannende Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Ja, und ich danke Ihnen auch und schön, dass wir es geschafft haben. Und Gesundheit, Friede und Freude und Eierkuchen. Das sind gute Aussichten, Frau Fitz. Liebe Zuschauer, liebe Community, auch euch vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal hier bei Rubicon. Ciao.